Hallöchen, herzlich willkommen zurück zu 7 Days to Die. Wir haben mittlerweile fast Mittag, Tag 61. Und ich habe eigentlich noch ein paar Sachen gemacht in der letzten Folge. Allerdings, und das war auch der Grund, warum es am Donnerstag gar keine Folge gab, ist mir die letzte Folge mehr oder weniger kaputt gegangen. Das ist beim Upload passiert und deswegen habe ich den nicht mehr bringen können. Aber das ist auch gar nicht so wild, weil ich hatte ja eigentlich vor, einen Teil Baufolge zu machen. Und ja, ihr kennt mich ja, ne? Es ist wieder ein bisschen eskaliert. Ich habe wieder ein bisschen gefachsimpelt und ich zeige jetzt einfach mal, was ich noch im Bunker gemacht habe. Im Endeffekt habe ich in der Folge nämlich hauptsächlich rumgebaut. Und wenn wir jetzt mal schauen, es ist hier schon mal ein bisschen gemütlicher. Ich habe hier so ein bisschen ausprobiert mit so verschiedenen Möbeln. Habe mich dann hier für diese Couch entschieden. Die will ich jetzt hier ein bisschen durchgängig machen. Will im Endeffekt an der Wand hier einen großen Fernseher befestigen. Der Kamin ist mittlerweile auch am Start. Das ist auch hier, ne, schön mit Feuer. Ein paar Sessel stehen hier rum, die standen glaube ich vorher. Ich wollte hier so eine kleine, schöne Trennwand reinmachen, die nicht zu klotzig ist, sondern eher so, ja, man sieht's ja, ne, sowas ganz Einfaches und fand das hier dann doch ganz schön, hab das dann nochmal gestrichen mit dem, mit diesem Holzton hier. Dann geht's weiter hier in der Küche, hier haben wir so ein paar, Hocker, ein bisschen Einrichtung mittlerweile, das ist auch noch nicht ganz fertig. Im Endeffekt habe ich hier einfach nur, jetzt muss ich gerade gucken, ich weiß nicht mehr genau. Ich glaube, das war einfach ein Bauklotz, den ich anpassen konnte. Ich muss mal gerade kurz überlegen. Unterschrank. Kann ich den hier einfach... Nee. Auf jeden Fall, im Endeffekt war das nur so dieser Standardunterschrank, wie man den kennt. Da war hier dann diese weiß gepunktete Platte drauf. Die habe ich dann einfach gestrichen. Schön mit Marmor, wie wir es auch im Badezimmer haben. Fand ich dann doch ganz schön. Und dann habe ich halt hier noch so ein paar Kühlschränke aufgebaut. Hab dann überlegt, ob ich hier eine komplette Wand mache. Lass es aber so. Werd hier auch noch ein paar Hängeschränke hinmachen. Wie gesagt, hier das noch zu. Dass wir dann rundherum auch eine Küche haben. Und sonst habe ich hier... Ich weiß gar nicht, die Türen hatten wir beim letzten Mal noch gebaut, ne? Genau, da habe ich hier noch so ein bisschen was eingerichtet. Hier haben wir jetzt ein schönes Bett. Ist jetzt unser Spawnpunkt. Hier ein paar Kommoden. Und hier hat sich, glaube ich, nichts getan. Bis auf das hier, ne? Zwei davon hingebaut. Das will ich auch durchgängig machen. Und hier zwei Spinde, wo jetzt ein bisschen Strom drin ist. Genau, im Endeffekt habe ich da einfach ein bisschen rumprobiert und mich ein bisschen ausgetobt. Ich denke, wir werden auch in der Folge noch ein klein bisschen weiter bauen. Einfach, weil wir, ja, zwischenzeitlich, ich lasse ihn auch einfach mal an, weil wir zwischenzeitlich auch ein paar Baufolgen mal machen wollten. Also nicht Baufolgen, zumindest ein bisschen was bauen, nicht komplette Folgen. Wie gesagt, beim letzten Mal ist es ein bisschen eskaliert. Ich würde jetzt einfach mit euch noch schnell die Küche fertig machen. Und dann können wir eigentlich rüber zu dem Schatz fahren, uns den vornehmen und ich habe kein Licht an. Genau, und schauen, was denn da so Schönes auf uns wartet. Ich muss mal gerade gucken, ich habe auf jeden Fall eine ganze Stange an Nägeln gemacht. Die müssten hier irgendwo drin sein, beim Eisen. Genau, hier, ich habe eine ganze Stange Nägel gemacht, dass wir da schön bauen können. Jetzt muss ich nur mal gerade gucken. War das nicht einfach hölzerne Ablagemöbel? Ich baue davon mal gerade eins. Ja, guck mal. Da kommt schon das nächste To-Do. Direkt ein Airdrop. Perfekt. Genau, ich glaube, das war einfach hier hölzerne Möbel, die ich hier einfach gebaut habe. Und wenn wir jetzt mal schauen, dann können wir nämlich hier rauf gehen. Und dann war das das hier? Ich weiß es gerade nicht. Ach nee, das waren die Kommoden. Genau, die Kommode war das. Das war gar nicht das. Aber macht ja nichts. So eine Kommode können wir auf jeden Fall auch nochmal machen. Aber da muss ich mal gerade kurz schauen. Also, genau, hier ist diese Couch. Die habe ich gebaut. Diese eingeteilte. Könnten wir eigentlich auch noch mal ein bisschen was bauen. Brauchen wir noch mal Stofffetzen. So, machen wir noch mal ein paar. Mache ich aber einfach hier eine Werkbank. Da ist auch nichts mehr drin. Genau, einfach hier noch mal ein paar eingeteilte moderne Couches. Mache ich jetzt einfach mal 10 Stück. Braucht jetzt 2 Minütchen. Dann schmeiße ich das hier einfach mit dazu. Stoff können wir zurücklegen. Genau, das breite Doppelbett habe ich einfach gebaut. Ist leider nicht gemacht, aber macht ja nichts. In der Apokalypse brauchen wir keine gemachten Betten. So. Jetzt muss ich mal gerade gucken. Hier, genau. Cabinets and Cupboards. Das habe ich einfach gemacht. Ich weiß gar nicht, wir brauchen... Ich mach mal 10 Stück. Ja, machen wir mal 10 Stück. So. Genau, dann hole ich mir nämlich ganz kurz nochmal schnell... Jetzt muss ich hier wieder suchen. Ne, hier war ich richtig. Dann hole ich mir nochmal ganz kurz den Pinsel. Dann kann ich euch einfach gerade zeigen, wie ich das gemacht habe. Es ist auch
Überhaupt nicht kompliziert. Ihr könnt es euch wahrscheinlich auch schon denken. Vielleicht wisst ihr es auch schon. Vielleicht habt ihr es selber auch schon mal gemacht. Aber für diejenigen, die es vielleicht nicht wissen, ist total easy. So, dann gucken wir doch mal. Gehen wir direkt mal in die Küche, würde ich sagen. Dann holen wir uns das hier mal. Hier machen wir, wie gesagt, durchgängig. Ist, glaube ich, ganz nett. Drehen das einmal rum. Achso, dann müssen wir gerade noch den anderen Typen auswählen. Das ist der hier. Genau. Ja, dann könnt ihr die einfach platzieren. Und im Endeffekt könnt ihr dann einfach sagen, hier ist sogar gerade noch drauf. Hoppala. Das könnt ihr dann einfach überstreichen, wie ihr es haben wollt. Ich weiß gerade gar nicht hier. Ja, das geht auch. Nice. Das finde ich super. Genau. So einfach war das. Mehr habe ich da auch gar nicht gemacht. Und genau, wie gesagt, die Küche würde ich halt ganz gerne... Hoppala. Die Küche würde ich halt ganz gerne... kann ich das machen? Das hätte ich jetzt gerne gemacht hier. So als schöne Ecke. Aber das Problem ist wahrscheinlich, dass es dann nicht so schön aussieht. Ah, vielleicht das hier. Vielleicht das hier. Ich versuch's einfach mal aus. Wir haben ja ein paar. Wir können es ja zur Not auch nochmal neu bauen. Das, ne, Zeug haben wir ja da. Ach, ich drücke mal die falsche Tasse. Ja, das ist so, wie ich es mir gedacht habe. Das ist nicht so das, was ich jetzt bauen wollen würde. Deswegen machen wir jetzt mal das. Und lackieren das einmal um. Pinpette. Ja, genau. Vielleicht nicht so. Genau. Vielleicht machen wir das so. Ich denke, das ist okay so. Ja, dann machen wir hier einfach weiter. Eins, zwei, drei, vier. Bis wohin gehen wir? Bis dahin, würde ich sagen. Genau. Müssen wir noch mal gerade ein paar machen. Und ja, ich denke, wenn wir das fertig haben, wir brauchen aber im Warten noch zwei, das müssen wir bedenken. Ja, und wenn wir das fertig haben, dann würde ich sagen, machen wir uns auch einfach schnell auf die Socken. Dann haben wir ja ein bisschen was gebaut. Da habe ich sogar noch... Ach so, nee, da ist sogar noch ein Waschbecken. Das wollte ich eigentlich auch noch machen. Hier sind die Couchteile. Ach genau, die können wir auch noch schnell setzen. Und Cabinets and Cupboards. Ich brauchte die Nägel. So, also zwei im Badezimmer, plus das, plus ja, ich sage einfach mal 9 Stück. Dann können wir 6 Stück noch nach oben machen. Wieso habe ich die Tür nicht zugemacht? Genau, dann können wir nämlich 6 noch nach oben machen. Kann ich hier nochmal, genau, Copy Shape. Das war nämlich nicht der Typ. Ja, ich glaube, ich werde das ja auch hier durchgängig machen. Ja. Ich mache die aber nicht ganz an die Wand. Wobei, ich bin sogar gerade am Überlegen. Ich mache es wie folgt, das gefällt mir besser. Ich mache das hier nochmal weg. Ich nehme hier einfach die Topfpflanze und wir schließen die Couch einfach hier ab und machen nochmal eine Topfpflanze in die Ecke. Das ist dann nicht so gedrückt. Und, genau. Ich denke, das passt. Genau, so will ich das machen. Hier natürlich auch. Allerdings ist halt hier jetzt die Frage, so oder eins weg? Hallo? Ah, jetzt. Ich mach's mal so, ich denke, das ist okay. Ich denke, das ist okay. Wir können uns ja auch immer noch anders überlegen, wir können es ja immer noch wegreißen, aber ich denke, das passt so. Kann man hier eigentlich? Nee, kann man nicht, okay. Genau, wie gesagt, da hinten kommt ein riesiger Fernseher hin. Ja, wirkt fast schon ein bisschen protzig, aber... Oh gut, wir könnten da noch einen Cut machen, dass wir da zwei Couches draus machen. Ich denke, das wäre auch okay. Und dann kommt da der Fernseher hin. Dann haben wir hier einen schönen Kamin. Und so lässt es sich dann auf jeden Fall gut leben, denke ich mal. Gut, also wir wollten hier noch einen hin machen. Da müssen wir gerade mal kurz Copy Shape machen. Wir machen hier zwei hin. Und machen das so wie hier. So, genau. Dann hier die. Ah, das ist natürlich blöd. Das ist darauf nicht ausgelegt. Sieben Stück haben wir noch. Ja, und die zwei hier noch hin, denke ich, oder?
Oh, so ein kleines noch irgendwie. Ist ja auch nicht final, kann man ja immer noch ändern. So ist das ja nicht. Oder wir lassen das offen. Ist vielleicht sonst zu drücken und die machen hier noch zwei hin. Ja, machen wir so. Ist, denke ich, ein bisschen besser. Ein bisschen angenehmer. Genau, jetzt noch schnell streichen und dann können wir los. Da habe ich noch gar nicht gestrichen. Genau. Gut. Ich denke, das passt. Ich bin am überlegen, ob wir hier noch so Türen hinstreichen, weil das ist ja, ne? Aber ich glaube, das ist... Nee, lassen wir so. Ich bin noch so ein bisschen am überlegen. Ich denke, das ist ganz angenehm. Aber ich weiß noch nicht 100%. Ansonsten, ach ja, hier, ach verdammt, ich wollte ja hier noch zwei machen. Warte, Nägel habe ich noch. Dann machen wir hier, ach so, habe ich sowieso schon gemacht, einfach Marmor. Richtig fettes Marmorbad. Eins, oh, nein. Jetzt ist halt die Frage, einfach ein Block oder halt auch wie hinten, den hier. Ich glaube, das wird mir sogar besser gefallen. Ich mache das jetzt. Ja, das gefällt mir sogar besser. Außer das. Ja, wobei, das hat schon was. Nee, ich lasse es so. Ich lasse es so. Das sind dann einfach noch Außenverzierungen. Und da können wir dann irgendwann einen Spiegel hinmachen. Kann man sowas überhaupt machen? Nee. Kann man nicht. Müssen wir mal gucken. Oder ja. Weiß ich nicht. Glas oder sowas. Gibt es doch bestimmt. Ja. Machen wir sowas. Nee, aber dann würde ich sagen, fahren wir los. Wir haben ein wunderschönes Bunkerchen. Wir müssen mal gucken, diesen einen Raum, was wir dann da machen. Ja, wir müssen noch irgendwie gucken, wie wir Tische bauen können. Ich weiß gar nicht, ob ich es erwähnt habe, aber wenn ihr da Ideen habt, dann haut die auch gerne mal raus. Wie man einen Tisch machen könnte. Da seid ihr natürlich herzlich eingeladen. Eure Ideen mit einzubringen, wenn ihr da welche habt. So, achso, der Pinsel, der muss auch noch hier rein. Und dann, fahren wir los. Ja, Essen reicht. Achso, genau, Bohrer nehme ich natürlich mit. Das ist alles so ein bisschen unübersichtlich geworden. Ich muss mal wieder ein bisschen aufräumen in der Kiste. Ja, komm, hier 5000. Dann können wir das Auto auch nochmal tanken. Ja. Da ist das Auto. Und dann düsen wir mal los. Ich habe meine Waffen auch dabei. Munition habe ich auch am Start. Das passt alles. Ja. Fahren wir erstmal zum Airdrop, würde ich sagen. Und wo ist der überhaupt? Hinter der Stadt noch, ne? Ne, direkt vorne dran. Alles klar, direkt neben dem Händler quasi. Gut, dann düse ich da mal gerade schnell rüber. Ich glaube, die haben mal gelernt, besser zu zielen. Dass wir jetzt nicht über die ganze Karte fahren müssen. Okay, das ist ja... ja, gut, hätte ich mir sparen können, ne? Hätte ich mir sparen können. Ja, fahren wir direkt weiter. Wie weit ist das? Ist ja auch direkt ums Eck. Ah, komm. Fahren wir mal gerade zusammen darüber. Vielleicht finden wir ja noch einen Zombie, den wir überfahren können auf dem Weg. Da ist auch schon einer. Machen wir jetzt. So, frei sind wir jetzt. So. Ja. Ich werde mal überlegen. Vielleicht könnten wir auch mal irgendwann wirklich einfach, wenn wir das Geld haben, sage ich mal, vielleicht doch einfach mal einen Tragschrauber bauen. Einfach just for fun. Einfach damit wir es haben. Vielleicht, ich meine, vielleicht wird er uns ja auch noch nützen. Vielleicht, weiß ich nicht, fliegen wir damit einfach auf sämtliche Hochhausdächer und looten die Dinger leer. Weil der Loot ist ja meistens ganz oben. Dann machen wir gerade die obere Welle weg. Einfach mal kurz raussteigen, das MG gezogen und dann, ne? Vielleicht machen wir das mal. Mal gucken. Mal schauen. Ja, aber der Bunker, der braucht auch nicht mehr viel. Dann ist unser... Das war auch, glaube ich, bisher unser größtes Projekt, so, ne? Dann ist das Ding
fertig. Ich meine, es ist ja auch, es heißt ja, dass irgendwann jetzt demnächst, glaube ich, mal ein Update kommen soll. Ich glaube Anfang nächstes Jahres, meine ich zuletzt gehört zu haben. Und ja, dann würde ja damit theoretisch eine neue Staffel anfangen. Ich weiß halt nicht, wie viel Neues das Update dann bringt. Gucken, weil wir hatten ja auch noch auf dem Plan, vielleicht ist das Ding hier zu? Nee. Auch noch auf dem Plan, vielleicht mit Mods mal zu zocken irgendwann. Wobei ich persönlich nicht so krass der Modzocker bin, muss ich sagen, ne? Also überhaupt nicht eigentlich. Ist halt die Frage, was ihr dazu meint. Ansonsten alternativ, also wie gesagt, entweder mit Mods, wenn ihr das sehen wollt. Ansonsten wäre halt alternativ so eine Art, ja, ich habe mal überlegt, so ein, ich sag mal, eventgetriebenes Let's Play zu machen, ne? Also, weiß ich nicht. Ich glaube, ich hatte das auch irgendwann mal erwähnt, also so im Sinne von, keine Ahnung, ich stelle mir irgendwelche Challenges, das muss ich in einer Woche schaffen oder so. Oder so nach dem Motto, ich fange mal komplett im verbrannten Gebiet an und versuche da zu überleben, so ein bisschen Hardcore-mäßiger. Da wird es natürlich auch noch ein bisschen mehr Tode geben, das ist klar. Das ist dann aber auch weniger überraschend. Hä? Das ist außerhalb. Genau, das ist dann halt weniger überraschend. Wäre aber, glaube ich, auch mal interessant. Weil das alles auch beklemmender ist. Also so als Vorschläge, ne? Was man noch machen könnte. Man kann natürlich auch noch was ganz anderes machen. Ich kann mir da auch noch irgendwas ausdenken. Aber so als Beispiele. Da könnt ihr auch ja gerne mal was zuschreiben. Eher Mods oder eher irgendwas mit Events. Ich knack das mal gerade schnell. Okay. Ja. 6666. Ja, 6666. Krass. War gerade richtig fies. Ich habe gerade das Ding fast geknackt gehabt. Für mich ist es immer so, wenn es eine Sekunde oder 0,9 Sekunden erreicht, dann ist es fertig. Dann ist es geschafft. Und er hat gerade wirklich nochmal bei 1,1 Sekunde das Ding abgebrochen. Hoppala. Ich glaube, wir fahren einfach mal jetzt nochmal hier runter, weil wir eh schon auf dem halben Weg sind. Wir haben noch ein paar Stunden Zeit. Ja, komm, lass uns einfach mal hier runterfahren. Ist ja nicht mehr weit. Ja, wobei ein Kilometer, aber das ist ja auch nichts mehr. Wir müssen auch irgendwann mal den... Vielleicht gehen wir jetzt mal in sowas wie Werkstätten oder sowas, weil wir brauchen mal den Speed-Mod. Den Bauplan dafür. Wir können auch mal gerade zur Händlerin noch fahren, vielleicht. Ich glaube, ich markiere mir die erstmal und von da aus fahren wir dann, suchen wir dann mal irgendwas. Ja, lass uns erstmal dahin fahren, vielleicht hat die ja auch was da. Und, genau. Und dann können wir direkt gucken, wann auch Restock ist, wann wir wieder neue Hoffnungen haben können. Ob die coole Sachen haben. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns drüben bei der Händlerin. Und da sind wir ja auch schon so gut wie. Hoppala, was ist denn das hier schon wieder? Das ist jetzt schon das zweite Mal passiert, dass ich hier so hochfliege. Erstmal aufmerksam machen, dass wir jetzt da sind. So. Habe ich eigentlich irgendwas im Auto gehabt? Ich glaube nicht, ne? Wir hatten alles entladen, meine ich. Ja, ja, genau. Haben wir alles entladen. Oh, aber nicht zurückgeladen. Ich habe hier noch... Genau, die kommen wieder rein. Und, genau, das tue ich mal gerade runter. Ansonsten haben wir halt auch nicht viel zum Verkaufen. Ne? Die Mods würde ich jetzt einfach verkaufen, weil wir haben so viele Mods. Und die Mods haben wir halt auch noch. Den Rest würde ich behalten. Bis auf das, da schmeiße ich jetzt raus. Restock 64 in 3 Tagen. Also die hatten jetzt wohl. Ja, ich sehe schon. Ich mache natürlich Freundschaftsrabatt. Ne? Deswegen nehme ich die Waffe nicht in die Hand. Das ist klar. Das ist jetzt nicht aus einem anderen Grund. Bauplan, Versand... Ach, Versandkasten. Natürlich, Versandkasten. Ich mach die Post auf. Verbandskasten. Der hat ein Minimotor. Ansonsten ist aber nichts. Nee. Aber auch sonst nichts anderes, was jetzt hier cool wäre. Hat ja auch keine Dekoration, dann hier, komm. Falsch, hier geht's raus.
gegen Rabbler. Gut. Dann lass uns doch mal gucken fahren. Da hinten war auch eine Baustelle. Ich habe mir überlegt, ob das vielleicht auch an der Baustelle sein könnte. So ein Bauplan dafür. Aber ich denke, das macht eher weniger Sinn. Als in einer Werkstatt oder irgendwas, was so in die Richtung geht. Wo halt auch eben ein Auto modifiziert werden kann. Aber fahren wir mal rüber an den Anfang der Stadt. Das war, zumindest auf der Karte, sah das recht interessant aus. Oder hier, warte mal. Das sieht doch perfekt aus nach dem, was wir suchen. Ach, schön. Okay. Oh, nice. Da kommt richtig gut Zeug raus. Ah. Ja, komm, ich lass das mal stehen, weil da halt auch Loot drin ist. Und der Loot, der respawnt ja. Räumen wir mal hier ein bisschen auf. Ich bin überrascht, dass sie gar nicht feral ist. Dass wir so Zombies überhaupt noch sehen. Seltenheit. Oh, shit. Ah, der kommt zu mir, ne? Ja, der kommt schon zu mir. Ja, natürlich kommt er zu mir. Blutig? Nee. Wollen wir gerade eine kleine Runde. So, dann kann ich auch nachladen. Schön. Was, oh, da habe ich den jetzt verloren. 140 Leben haben wir. Schön in beide Richtungen gucken. Ich glaube, der wäre jetzt reingerannt. Okay, das wäre kacke. Ah, da ist er doch. Hä? Ah, ist okay. Ja, mein Junge, ne? Bist wohl zu dick? Tja. Na gut. Ich habe nichts Schnelles zum Heilen dabei, ne? Weil ich mal eben so verbrauchen kann, ohne dass ich aufhüllen muss. Nö. Warte. Warte, warte. Ich weiß ja nicht warum, ne? Ich mach das ganz gerne. Das was ich gerade gemacht habe. Ich weiß nicht, ob ihr sowas auch schon mal macht. Aber manchmal mache ich irgendwie so Quickscope mit sämtlichen Waffen. So. Nach dem Motto. Das mache ich ganz gerne mal. Oder auch, wenn ich mit dem Scharfschützengewehr schieße. Dass ich dann so ein bisschen falsch ziele und dann so rüberziehe und dann richtig guten Headshot mache. Das mache ich irgendwie ganz gerne, sowas. Also halt auch irgendwo bewusst. Na, komm ich da ran? So, hier die geheime Essenskiste. Ja, geil. Ich bin ja auch mal gespannt, was die Zukunft von Seven Days to Die bringen wird. Ich meine, das Spiel ist jetzt seit fast 10 Jahren jetzt. Fällt mir gerade auf. Seit fast 10 Jahren im Early Access. Und das ist halt die Frage so, wann ist vielleicht mal Schluss, wenn überhaupt? Und was kommt noch? Also wollen die sowas wie eine Story reinbringen? Und Co? Kann ich hier gerade mal... Wo ist der denn? Ach, da hinten. Ja, halt nicht, ne? Kack. Nice. Sehr, sehr nice. So. Ja, aber wie gesagt, ich fände halt auch cool, wenn es irgendwann noch sowas wie
Siedlungen geben würde, so. Weiß ich nicht. Dass man einfach Leute finden kann, also halt auch Banditen, das war ja schon mal fest geplant. Ich denke mal nur, das wurde ein bisschen zu kompliziert von der Programmierung für die jetzt. Und deswegen wurde das nach hinten geschoben. Ich weiß aber nicht die genauen Gründe gerade. Das kann auch was anderes sein. Aber, ja, ne, das finde ich halt cool. Und halt, dass du normale Leute finden kannst, die du vielleicht rekrutieren kannst in deine Siedlung. Die sich dann irgendwann um Felder kümmern können und sowas. Vielleicht, oh, shit. So, hast mir ein bisschen Schrecken eingejagt. Ich habe dich im Nacken gespürt, du Sau. Die sich um Felder kümmern können. Und, ja, vielleicht auch Wache halten und so, Zombies fernhalten. Und dass man so ein paar Sachen irgendwann automatisiert. Unter anderem durch sowas. Oder generelle Automatisierungssysteme. Da hatten wir uns ja auch unter anderem in den Kommentaren schon drüber unterhalten. Und solche Sachen halt. Wäre cool, wenn das wirklich noch kommt. So, zeig mal her, was richtig cool ist. Och, Mann. Nehmen wir gerade voll im Eimer. Alles, was wir schon kennen, verdammter Mist. Das könnte ich mir. Aber das, sorry. Das könnte ich mir auch mal gerade. Aha. Was passiert denn, wenn ich das hier gescrapt hatte? Achso, das war einfach nur Eisen. Ja, komm, ich weiß nicht. Da habe ich, glaube ich, nicht so viel von gehabt. Eisenrohre können wir auf jeden Fall scrappen, können wir selber machen. Das können wir mal trinken. Dann können wir auch eigentlich direkt mal zur Händlerin fahren. Kommt die ja direkt ums Eck? Weiß ich nicht. Oder erstmal ins Auto und dann. Ich glaube, wir machen eher das. Hier stinkt's. Gehen wir mal woanders lang. Woanders? So. Nee, wir sind auch durch. Das war ja eher ernüchternd. Ich gehe jetzt bewusst hier lang. Nee, das war ja sehr ernüchternd. Also, ich habe mir da wirklich mehr jetzt erhofft. Working Sift Tools, vielleicht da. Das können wir direkt mal hier sortieren, ganz fix. Dann haben wir nämlich gleich noch die Übersichtlichkeit hier. Okay, ich wollte einfach nur mal gerade schnell losfahren. Ich habe irgendwie wieder das Gefühl gehabt, dass irgendwas hinter mir jetzt kommt. Irgendwer schon wieder. Mir ist nämlich eingefallen, dass uns das ja einmal passiert ist. Hier würde ich jetzt auch einfach reinspringen. Da könnte auch was Nettes drin sein. Oder wer Nettes. Ja, haben wir doch schon. Wo kommen sie denn? Oh, hi. Eben heute wieder irgendwie, weiß ich nicht. Wobei, es ist auch schon spät zu meiner Verteidigung. Es ist auch schon spät. Das kann ich mir direkt mal reindrücken. Ist gar nicht so verkehrt. Die bringen nur Eisen, ne? Ja, ja, da wäre schon längst was gekommen. Aufstehen. Bisschen Deko für mich. Das geht.
Na du? Ach, schön, schön, schön. Die sind doch da drin. 100% sind die doch da drin gewesen. Boah, jetzt hatte ich aber ein bisschen Panik, du. Ich dachte, der ist schon drin. Ach, warte mal, das hat doch auch was gegeben. Okay, das darf ich nicht auseinandernehmen, sonst kriege ich ein Gewicht. Und hier können wir uns jetzt mal schnell reinbuddeln. Ich muss das echt mal gerade so ein bisschen verteidigen. Oh shit. Ich habe irgendwas losgelassen. Gehen wir jetzt mal raus. So, die sind wahrscheinlich da, wo ich gerade raus, fast rausgegangen wäre. Gucken wir mal, die Hunde kommen ja zuerst. Deswegen bin ich auch direkt rausgerannt. Wegen den normalen Zombies wäre mir das egal. Okay. Nun, wo sind denn unsere Freunde? Hallo? Er ist da. Der Anhänger waren doch mal Zombies drin, oder? Oder verwechsel ich da was? Ach ne, hier ist sogar nur einer. Ne, dann verwechsel ich was. Dann gab es mal irgendwo, glaube ich, einen, wo Zombies drin waren auf einmal. Oh, bietet sich natürlich auch an. Brauchen wir ja gerade auch. Und ich glaube, durch diesen einen Raum kam auch nur von oben, ne? Da müssen wir auch von oben wieder raus. Mein ich. Allerdings bin ich mir da gerade nicht sicher, wie das da aussah wegen... Also hier kommen erstmal Geier und Zombies. Alter, Hüftfeuer! So, also, was soll ich sagen? Ich war mir nicht mehr sicher, oder bin mir nicht mehr sicher, wie das hier mit den Zombies war. Deswegen ist das schon mal ganz gut mit Sturmgewehr. Achso, ja, okay. Das war easy. Vielleicht haben wir auch Glück und finden hier noch was Nettes. Hoppala. Oh mein Gott, ist das geil. Ist das geil. Erdbohrer Stufe 6. Das ist mega geil. Aber der ist langsamer. Ich weiß halt jetzt nicht, ob das so viel besser ist. Wieso ist denn der schlechter? Was soll der Scheiß? Ich will mein Geld zurück. Welches Geld? Dann mach mal auf da. Ja, das war jetzt übersichtlich. Achso, ja, das konnte ich gar nicht mehr mitnehmen. Und hier ist jetzt nochmal ein 8000er Erdbohrer. Nee, schade. Nee, krass. Wir haben wirklich jetzt einen Erdbohrer gefunden. Nach wie vielen Stunden und Folgen? Das sind ein paar. Wenn man noch das rausnimmt, was ich
dazu nehmen, was ich rausgeschnitten habe, um euch die Fahrten und sowas zu überspringen, dann kommen da sehr viele Stunden zusammen. Achso, ich wollte auch eigentlich sortieren hier. Wobei, es gibt gar nichts zu sortieren. Wir haben nur den einen Bauplan da gefunden oder die zwei. Den Mod tun wir da noch rein. Den Bohrer behalte ich jetzt auf jeden Fall mal. Ich muss eigentlich einen Netto-Vergleich mal machen. Ohne Mods, ohne alles, wie der Bohrer ist. Aber das mit den weniger Angriffen pro Minute. Ich weiß halt nicht, ja, wobei, das ist auch nicht die Welt. Das ist jetzt nicht die Welt. Verändern. Nehmen wir gerade alles raus. Aber Blockschaden ist jetzt auch nicht so die Welt. Also die tun sich nicht viel, ne? Nur die Haltbarkeit ist halt extrem viel besser. Dafür ist der andere halt schneller. Ich muss beide wirklich mal behalten, glaube ich. So, wir haben 20.22 Uhr. Ich fahre mal schnell rüber zum Händler. Und ja, dann würde ich sowieso auch erstmal, denke ich, jetzt im ersten Schritt erstmal wieder heimfahren. Vielleicht werde ich heute Nacht noch ein paar Ressourcen besorgen. Ich denke, das ist so am besten. Uah, oh Gott, nicht gegen Ziel fahren. Ja, genau. Also vielleicht ein paar Ressourcen besorgen oder so. Mal gucken. Vielleicht werde ich auch einfach mal ein bisschen fachsimpeln, wie wir das mit den Tischen machen oder so. Ansonsten machen wir vielleicht auch einfach nochmal eine Nachtwanderung oder so. Ich meine, die Möglichkeiten dazu haben wir. Wir haben ja jetzt nicht das Problem, dass wir kein Licht haben. Und die Hälfte von euch vielleicht gar nichts sieht. Sonst ist hier nichts gewesen. Gar nichts. Ja, wobei der Rappes. Ah. Ich guck mal. Die Waffe habe ich ausgerüstet? Nein, habe ich nicht. Muss ich jetzt machen? Ach so, ja, hier das Messer noch. Ja, das war's. Okay. Wow. Flupp. Guten Tag, du hast ein paar Gartenzombies. Moment, was wollte ich gerade noch machen? Achso, genau, ich wollte vorher nochmal gucken, Rezepte. Ja gut, wir brauchen für einen Tragschrauber, wenn wir das wirklich machen wollen. Aber warte mal, so ein Rad kostet doch nichts, oder? Ach, scheiß drauf. Dr. Jen. Achso, ich will immer wieder aufs Neue gucken, ne? Ich weiß nicht. Ich habe immer wieder die Hoffnung, dass da doch irgendwas ist. Aber ist ja nicht. Wieso habe ich keine Munition mehr hier drin? Na gut. Die Sonne geht unter in dem Gebiet hier. Und ja. Wir haben wieder ein bisschen was durchsucht. Waren wieder ein bisschen unterwegs. Haben wieder ein paar Zombies gemetzelt. Und dann gucken wir mal. Wir haben den geilen Erdbohrer jetzt gefunden. Jetzt weiß ich nicht. Den brauchen wir ja sowieso nicht mehr. Schade finde ich, dass er halt nicht so viel Mehrwert bietet, außer halt wirklich für die Haltbarkeit. Und ein bisschen Blockschaden, aber wie gesagt, dafür ist er halt auch langsamer. Das könnte es vielleicht einfach ausgleichen. Ja, wobei, das könnte es eigentlich ausgleichen. Das heißt, er hat einfach mehr Haltbarkeit. Vielleicht nehmen wir den doch. Weil er dann eigentlich genau gleich schnell ist. Ne? Müsste man eigentlich mal ausrechnen. Aber nichtsdestotrotz, wir sind immer auf der Suche nach dem Mod für unser Wägelchen hier. Und ja, wie gesagt, Tragschrauber, gucken wir mal, ob wir das machen. Ansonsten gehen wir vielleicht demnächst mal in so ein Hochhaus. Also in so ein eigen ausgewähltes. Oder machen halt nochmal eine Quest. So zwischendrin. Auf jeden Fall wieder mal ein bisschen mehr rumballern. Hier, das ist ja eigentlich recht entspannt. Bis auf halt, wenn der Bär ums Eck kommt. Aber da haben wir ja auch zur Not noch das MG. Das hält uns ja auch nicht auf. Na nee, gut, dann bedanke ich mich erstmal ganz herzlich fürs Einschalten und hoffe, dass euch die Folge gefallen hat. Unser heutiges kleines Abenteuer. Und ja, wenn es euch gefallen hat, dann seid doch so lieb. Lasst mir einen Daumen nach oben da. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Und machen dann entweder eine Nachtwanderung, wie gesagt, oder ja, mal schauen. Relativ spontan. Vielleicht ja auch dann die Tour zum Hochhaus.
lassen wir uns überraschen. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Tschüss.